Hallo zusammen und willkommen im 5. Blog von Curacao. Heute nehmen wir euch mit im Blue Room. Das ist so ein Raum, wo man an der Küste ist. Man muss von außen vom Meer runtertauchen, unten durch und kommt dann in die Höhle. Oben beleuchtet die Ruine. Es ist mega. Wir haben Bilder gesehen. Es sieht, glaub, ziemlich spektakulär aus. Nur das Problem ist ein bisschen der Weg dorthin. Wir kennen Leute, die sich 2 Stunden verlaufen haben und nicht gefunden haben. Oh, wir haben gelesen, man muss ein bisschen klettern und so weiter. Ja, mal schauen, ob wir es schaffen. Und ja, es wäre mega cool. Wir laufen jetzt hier gerade ein bisschen ausgeschrübt, an den berühmten Blue Room zu finden. Ja. Schatz in die Arme, muss alles tragen. Ist aber schön, hä? Ja. Oh. Sie sind immer noch unterwegs im Blue Room und sind jetzt schnell falsch gelaufen. Eben, es ist eigentlich so, dass sie hier einem die Touren verkaufen wollen, um den Weg zu finden. Wir probieren es allein. Und wir haben jetzt gemerkt, man muss immer diesen blauen Markierungen folgen. Also falls ihr jemals da seid und den Weg auch selber finden wollt, schaut einfach, wo es so Steinboden hat mit blauen Markierungen. Ich denke, dann solltet ihr es finden. Aber mal schauen, ob wir noch ankommen sollten. Das ist also der Blue Room und es ist mega cool. Es ist wirklich, wenn man drin ist. Ihr habt es ja jetzt gesehen im Video und es ist mega cool zum Innenjumpen. Also Empfehlung wert. Ja. Thank you.
cool, habt das Video geschaut. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Channel. Ja, und danke viel mal für euer cooles Feedback immer auf Instagram, auf Facebook und auch da auf YouTube. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare fragen und wir beantworten gerne alles. Tschüss! Filmen, Schatzi! Hä? Ja, was? Ja!